Verzinken ist nicht gleich verzinken. Wenn man von Verzinken spricht, so muss man sich darüber im Klaren sein, dass es eine Vielzahl unterschiedlicher Verfahren gibt. Ich werde Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Verzinkungsverfahren geben. Zum Verzinken rechnet man das sogenannte Stückverzinken, eine diskontinuierliche Verfahrenstechnik, bei der zuvor gefertigte Eisen- und Stahlteile in eine flüssige Zinkschmelze getaucht werden. Als weiteres Verfahren ist das sogenannte Bandverzinken zu nennen. Dieses ist ein kontinuierlich arbeitendes Verfahren für Bänder und Bleche, bei dem ein endloses Band durch eine flüssige Zinkschmelze gezogen wird. Beide Verfahren, sowohl das Stückverzinken als auch das Bandverzinken, werden unter dem Begriff Feuerverzinken zusammengefasst. Neben diesen Verfahren wäre noch das galvanische Verzinken zu erwähnen. Dabei wird mit Hilfe von elektrischem Strom Zink aus einem Elektrolyten auf Stahlteile abgeschieden. Die entstehenden Zinküberzüge sind in der Regel deutlich dünner als beim Feuerverzinken, weswegen das galvanische Verzinken schwerpunktmäßig bei temporären Korrosionsschutzanforderungen oder bei der Herstellung dekorativer und anderer funktionaler Schichten zur Anwendung kommt. Eine weitere Verfahrensvariante des Verzinkens ist das Spritzverzinken oder genauer gesagt das thermische Spritzen mit Zink. Dabei wird Zinkdraht oder Zinkpulver in einer Spritzpistole aufgeschmolzen und ähnlich wie beim Farbspritzen in Form feiner Partikel auf die Oberfläche des Stahlteils aufgespritzt. Das thermische Spritzen kommt insbesondere dann zur Anwendung, wenn andere Verfahrensalternativen, zum Beispiel aus Gründen der Bauteilgröße, ausscheiden. Im Bereich des Korrosionsschutzes für Eisen- und Stahlteile sind die beiden Feuerverzinkungsverfahren, also das Stückverzinken und das Bandverzinken, dominierend. Etwa 80% des Zinks, das für Korrosionsschutzzwecke eingesetzt wird, entfällt auf diese beiden Verfahrensvarianten, die im Folgenden näher erläutert werden sollen. In der Abbildung ist der Verfahrensablauf des Stückverzinkens, also des diskontinuierlichen Verfahrens der Feuerverzinkung, schematisch dargestellt. Das Stückverzinken ist ein Tauchverfahren. Dabei durchlaufen die Stahlteile zuerst eine nasschemische Vorbehandlung, bestehend aus Entfettungs-, Beiz- und Spülprozessen. Beim Beizen werden Rost und Zunder von der Stahloberfläche entfernt. Gegenüber Strahlentrostungsverfahren werden dabei in einem Arbeitsgang auch sämtliche Hohlräume und schlecht zugängliche Bereiche einer Stahlkonstruktion vollständig gereinigt. Nach einem weiteren Spülvorgang wird dann in ein Flussmittelbad eingetaucht. Dadurch wird sichergestellt, dass die gesamte Oberfläche des Stahlbauteils gleichmäßig mit Zink benetzt und dadurch ohne Fehlstellen mit Zink überzogen wird. Nach dem Flussmittelbad erfolgt das Trocknen. Dieses kann in einem separaten Trockenofen oder an der Luft geschehen. Erst wenn die Teile trocken sind, erfolgt das Eintauchen in das schmelzflüssige Zink, welches eine Temperatur zwischen 440 und 460 Grad Celsius besitzt. In Sonderfällen, zum Beispiel bei Kleinteilen wie Schrauben, ist auch eine sogenannte Hochtemperatur-Feuerverzinkung möglich. Dann wird in speziellen Anlagen bei Temperaturen oberhalb 530 Grad Feuer verzinkt. Die Stahlteile verbleiben einige Minuten in der flüssigen Zinkschmelze, bis sie die Temperatur von ca. 450 Grad erreicht haben. Wenn die Reaktionen zwischen dem Bauteil und der Zinkschmelze beendet sind, wird die Oberfläche der Zinkschmelze gereinigt. Anschließend werden die Bauteile wieder aus der Zinkschmelze herausgezogen, wie in diesem Bild schön zu sehen ist. Die verzinkten Bauteile sind zu diesem Zeitpunkt noch sehr heiß. Je nach Art des Werkstoffes oder der Konstruktion können diese in einem Wasserbad oder an der Luft abgekühlt werden. Durch den Feuerverzinkungsprozess sind die Stahlbauteile nach wenigen Minuten mit einem gleichmäßigen metallischen Zinküberzug versehen, der eine feste, unlösbare Verbindung mit dem Stahl eingegangen ist. Dadurch sind diese Bauteile dauerhaft vor Korrosion und vor Belastungen geschützt.
Neben der sogenannten Stückverzinkung spielt auch die kontinuierliche Feuerverzinkung von Bändern, Blechen und Drähten eine wichtige Rolle. Man spricht hier auch von der sogenannten Bandverzinkung oder Sensimierverzinkung. Die kontinuierlichen Feuerverzinkungsanlagen arbeiten im Durchlaufverfahren und sind in der Regel direkt mit dem Stahlverarbeitungsprozess im Walzwerk kombiniert. Das Band durchläuft den Prozess kontinuierlich. Im Gegensatz zur Stückverzinkung, wo die Reinigung der Stahloberfläche durch nasschemische Behandlung erfolgt, wird hier die Blechoberfläche durch ein Glühverfahren gereinigt. Unter Luftabschluss bei ca. 500 Grad Celsius wird dann das Stahlband in den Zinnkessel geleitet. Über eine Umlenkrolle wird das Band im Zinnkessel umgeleitet und verlässt diesen wieder nach wenigen Sekunden. Nach erfolgter Abkühlung und einer eventuellen Oberflächennachbehandlung wird das verzinkte Blech auf sogenannte Coils aufgewickelt oder es wird gleich weiterverarbeitet, das heißt zerschnitten, profiliert oder beschichtet. Die Zinküberzüge, die hier erzeugt werden, sind aufgrund der kurzen Reaktionszeit von wenigen Sekunden jedoch relativ dünn. Üblicherweise werden Schichtigen zwischen 7 und 20 Mikrometer aufgebracht. Im Vergleich zum Stückverzinken eine um den Faktor 5 bis 10 geringere Schichtdicke. Aufgrund der geringeren Schichtdicken ist bandverzinkter Stahl ohne zusätzliche Behandlung für einen jahrzehntelangen Korrosionsschutz bei Wind und Wetter in der Regel nicht geeignet. Weiterhin besitzen alle Schnittkanten, Bohrlöcher und Stanzschnitte, die nach dem Verzinken angebracht werden, aufgrund der beschädigten Zinkschicht keinen hinreichenden Korrosionsschutz. Traditionelle Einsatzbereiche von bandverzinktem Stahl sind der Automobilbau, die Haustechnik sowie der Einsatz im Dach- und Fassadenbereich. Dabei kommt bandverzinkter Stahl in der Regel nur in Kombination mit zusätzlichen Beschichtungen als sogenanntes Duplex-System zur Anwendung.